Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es folgt wie immer einmal mein Monthly Collected Haul. Ja, ich zeige euch ja immer am Ende eines Monats oder Anfang des nächsten Monats, was ich so geshoppt habe. Und ich möchte euch heute zeigen, was im September neu in meine Sammlung eingezogen ist. Es ist sehr viel aus der Drogerie. Ja, wer so beim Make-up-Geschehen dabei ist, weiß, dass die Disney X Catrice und Essence Kollektionen rausgekommen sind und I'm sorry, aber da schlage ich halt jedes Mal zu. Deshalb ist es schon einiges, was ich euch heute zeigen werde. Und ich würde sagen, ich starte auch gleich mal. Ich schwätze nicht länger rum. Ja, ich habe bei Monolith Shop bestellt. Wir machen erstmal die Indie-Brands weg. Und zwar habe ich einmal die Sugar Drizzle Blumeria Dragon Palette bestellt. Ich bin kein Riesenfan von dem Packaging, obwohl ich sagen muss, dass ich das noch das erträglichste Packaging von Sugar Drizzle finde. Weil ich da meistens so diese Bilder vorne drauf ganz schrecklich finde. Das geht noch. Aber ich habe sie natürlich wegen dem Inneren gekauft. Ihr seht, das ist genau mein Farbschema. Wir haben einen wunderschönen Grünton. Wir haben tolle Pinktöne mit drinnen. Ja, ich habe noch nicht geschafft, ein Video damit zu filmen. Kommt aber auf jeden Fall noch. Wunderschön. Ich habe davor aber noch ein paar andere Indie-Brand-Paletten hier rumliegen, zu denen ich Videos machen muss. Ich komme kaum mehr hinterher. Tipp, vielleicht weniger shoppen, aber okay. ja, auf jeden Fall kommt zu der ein Video. Und dann habe ich von Ansley Rain, ist die Marke, meine ich. Ja, Ansley Rain. Witzig ist, dass sie nirgendwo auf der Palette den Brandnamen draufstehen haben, aber okay. Es ist auf jeden Fall die Midwinter Dream Palette. Und ja, die finde ich, hier innen drin steht es. Brittany Huffman x Ansley Rain Cosmetics. Okay. Wunderschön. Ist natürlich auch genau mein Farbschema. Sehr, sehr teuer, die Palette, muss ich sagen. Also ich, die kam jetzt schon mehrmals bei Monolith Shop online und jedes Mal dachte ich, ah, sie ist schön, aber sie war mir dann doch zu teuer. Und dieses Mal hatte ich sie halt dann mitbestellt. Ja, ich bin auch noch hier nicht dazu gekommen, ein Video zu drehen. Kommt aber auf jeden Fall online, versprochen, weil ich weiß, dass einige von euch die auch haben und sich oder sich überlegt haben, halt sie zu kaufen. Ne? So, dann habe ich bei Zalando bestellt. Ihr fragt euch jetzt, was macht Zalando hier? Aber Zalando hat ja auch Beauty-Artikel. Und ich habe dort, kurze Geschichte, ich wollte bei DM von NYX die Winterpalette bestellen. Hab dann überlegt und dann war sie ausverkauft. Dann war ich richtig pisst und dachte mir so, okay, geil, wo kriege ich die jetzt her? Und dann habe ich sie halt bei Zalando gefunden. Ja, es geht um die Flamingo Frost Palette. Ich finde die vom Äußeren einfach richtig süß. Dazu kommt übrigens auch ein Video. Ich habe hier 4 NYX Produkte liegen, mit denen ich ein Video machen möchte. Genau. Das ist halt auch mein Farbschema. Wir haben wieder grün, wir haben wieder pink. Wir haben kühlere Neutrals, wir haben wärmere Neutrals. Ich finde die Palette halt einfach cool. Ich habe schon länger kein NYX hier mehr getestet und deshalb dachte ich mir, okay, bestelle ich die. Dann hatte ich noch die Ultimate Shock Paradise, Ultimate Paradise Shock. Da war leider ein Shade komplett kaputt. Musste ich jetzt wieder irgendwie mit reindrücken. Mal schauen, ob ich die noch mit in dem Video nehme oder ob die halt einfach so für mich ist. So, dann habe ich den Bear With Me Blur bestellt, weil ich den auch sehr, sehr spannend fand. Den würde ich auch gern in dem Video testen. Und dann habe ich mir, es gibt ja so ein paar Lippenprodukte, die ich über alles liebe. Und dazu gehört eben der Buttergloss von NYX in der Farbe Tiramisu. Das ist mein Alter. Ich dachte mir, ach komm, den bestelle ich mir nochmal mit. Dann komme ich auch auf Versandkosten frei. Ihr wisst, ich bin ein kleiner Schwabe. Ich hasse Versandkosten und habe mir nochmal die Farbe Tiramisu gekauft. So, der Alte, der Neue. NYX, könnt ihr mir das erklären? Warum hat sich die Farbe hier verändert? Es ist ein und derselbe. Es ist BLG07 Tiramisu. Buttergloss. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich wollte natürlich diese Farbe hier wieder haben. Aber, yo, it is what it is. Dann gehen wir mal zu den Drogeriesachen über, bevor ich so den High-End-Bereich abdecke, weil da habe ich nicht so viel gekauft. Ich habe einmal bei der Metaphase LE von Catrice zugeschlagen. Die Palette, ich zeige sie euch einmal nochmal von innen. Und den Primer. Hierzu ist schon ein Video online, könnt ihr euch gerne anschauen. So, und dann habe ich bei Reval Loves Me bei der Unforgettable LE zugeschlagen, eine Palette und ein Blush. Auch dieses Video ist schon online, also schaut es euch gerne an. So,
Disney X Essence machen wir als erstes. Ich habe mir beide Lipglosse bestellt. Ich hatte das bei DM bestellt. War aber dann nochmal unterwegs und habe gesehen, dass mein DM auch ein paar Produkte noch hat. Habe dann da nochmal über Expressversand bestellt, aber das zeige ich euch gleich noch. Ja, die habe ich auf jeden Fall in dem Video getestet. Schaut es euch gerne an. So, den Pinsel hatte ich mir ja gekauft. Tolles Produkt. Dann hatte ich mir einen der Blushes gekauft. Das Setting Spray. Und dann die Palette, die ich im Video getestet habe. Diese braun-rötliche. Und ich hatte ja gesagt, dass ich die grüne unbedingt noch will. Und die habe ich dann über Expressversand noch bestellt. Noch nicht getestet. Werde ich jetzt auch nicht für ein Video mehr machen. Der Zug ist abgefahren. Aber ja, für mich selber habe ich sie halt und teste sie dann auch noch. So. Und dann hatte ich bei Catrice noch zugeschlagen. Ich zeige euch erstmal die Sachen, die ich im Video noch nicht hatte. Und zwar einmal den Make-up Remover Balm und einen, ja, der Nagellacke habe ich ja über Expressversand dann noch bestellt. Und im Video hatte ich ja schon den Lip Balm in 010 getestet. Dann den Highlighter. Ich muss jetzt hier immer rübergreifen. Den Highlighter. Den fand ich übrigens nicht so geil. Also den sortiere ich auch aus. Nur mal kurz so nebenbei. Dann hatte ich mir den helleren Bronzer bestellt und eben die, ja, lilane Lidschattenpalette. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu den High-End-Produkten. Da habe ich einmal von Rem Beauty die Sweetener Foundation, heißt sie, glaube ich. Ja, genau, bestellt. Die werde ich noch in einem neue Produkte High-End-Video testen. Hoffentlich kriege ich das auch bald mal hin. Dann war ja Make-up bei Mario neu bei Sephora online gekommen. Da habe ich mir einmal einen Highlighter bestellt in der Farbe Opal. Habe ich schon getestet, schaut sich gerne auf meinem Kanal an. Und das Glam What in der Farbe Rosy Glam. Genau. So, von Too Faced hatte ich noch die Cosmic Crush Palette bestellt. Auch das Video ist schon online. Wirklich ein schönes Schätzchen. Obwohl ich sagen muss, dass ich die Qualität jetzt nicht zu 100% gut fand. Aber guckt euch gerne das Video an. Und als allerletztes in diesem Video die Fall Romance Palette von Anastasia. Das Video drehe ich gerade. Das ist nämlich ein Look davon auf meinen Augen. Das kommt auf jeden Fall jetzt dann als nächstes Video online. Ja, sehr, sehr schön. So, ich habe viel geshoppt. Jo. It is what it is. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so diesen Monat gekauft habt und auf welches Video ihr euch am meisten freut. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!